Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich begrüße euch. Ja, ein Vor-Unboxing würde ich sagen. Das wird ein Vor-Unboxing. Ich zeige euch jetzt einen Haufen Sachen, wozu in der nächsten Zeit Videos kommen werden. Einmal zu jedem Produkt einzeln und dann vielleicht noch Tutorials in der Kombination oder ein paar Tipps und Tricks-Videos oder allgemein müssen wir mal gucken, was wir da alles machen können. Und zwar habe ich was gesehen. Die Firma nennt sich Switchbot. Und die haben sich zum Ziel gemacht, Sachen smart zu machen, die eigentlich nicht smart sind. Zum Beispiel Lichtschalter. Kommen wir nachher dazu. Weil bei mir zum Beispiel, ich kann diese Smart Lichtschalter nicht benutzen bei mir. Die Smart Lichtschalter, die Entschuldigung, die sind bei mir nicht machbar, weil ich habe nicht so die Adern und ich kann das nicht überbrücken, so wie da in den Anleitungen stehen, weil es ein sehr, sehr alter Altbau, was hier ist. Und da funktioniert das leider nicht. Mit Switchbot kann ich meinen Schalter smart machen. Nicht nur den Schalter, auch zum Beispiel im PC, Kaffeemaschine, Vollautomat, Kapselautomat, alles, was mit Schalter zu tun hat, wo es passt, zeige ich euch gleich. Kann man dann smart machen. Ob es funktioniert und wie es funktioniert, werde ich euch dann auch zeigen. Sieht teilweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, weil ihr was raufkleben müsst auf den normalen Schalter. Ihr könnt, ich habe mir auf der Webseite schon einiges durchgelesen, ihr könnt den Schalter dann auch sagen, nicht nur einmal drücken, dass er den Schalter drückt, ihr könnt so ja sagen, dass der den gedrückt halten soll und wie lange. Dann könnt ihr zum Beispiel für den PC 3 Sekunden gedrückt halten. Weil mein PC habe ich so eingestellt, der geht nicht an, wenn du einfach drauf drückst. Also jetzt muss ich es wieder einstellen, aber ich hatte es eigentlich so eingestellt, da musst du 3 Sekunden oder 4 Sekunden gedrückt halten, damit der dann angeht. Warum habe ich das gemacht? Ja, weil die Katzen da ab und zu rübergelaufen sind. Ich komme nach Hause und wundere mich, warum der PC an ist. So. Aber nichtsdestotrotz. Fangen wir mal an. Ich werde jetzt erstmal hier einiges auspacken und euch ein bisschen was zeigen und dann kommen wir dann halt zu den einzelnen Geräten. Oh, die großen machen wir dann zum Schluss. Das ist der Highlight. So, ich habe einmal Türsensoren, 2 Stück. Kann man natürlich für die Tür und für das Fenster nehmen. Und Switchbot hat dann natürlich auch Erklärung gemacht, dass man es mit verschiedenen Geräten benutzen kann. Mit dem Gerät hier zum Beispiel, was dann halt nachher neu gezeigt wird für die Gardinen. Na, jetzt habe ich es verraten, scheißegal. Dass dann halt, man kommt halt rein und dann passiert was. Spinnen wir uns nachher gleich mal was zurecht. Ich will euch erstmal nur so die Geräte zeigen. So, dann haben wir hier Fernbedienungen. Ja, das sind dann halt Remotes, also kann ein Knopf einmal drücken, dann passiert was bei einem Gerät. Für das mit den Gardinen, was ich euch dann noch zeigen will, ist dann halt das Problem, dass ihr pro Teil eine Fernbedienung habt. Das ist halt hier nicht zwei Sachen mit einem Knopfdruck. Aber das, vielleicht können wir das ja umgehen. Vielleicht finden wir ja einen Weg, das zu umgehen. Also wie gesagt, das ist halt die Smart Remote, das ist einfach wie eine Fernbedienung, ja? So, das kommt dann auch später. So, packen wir jetzt erstmal hier ein bisschen was aus. So, dann haben wir hier 2 Thermometer mit Feuchtigkeitsmessung. Die möchte ich dann im Wohnzimmer und im Schlafzimmer haben. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal einen Feuchter, den ich dann halt mit dem Switchbot so, also mit dem Schalter, den zeige ich euch gleich noch, so smart bekommen kann, dass ich sage, Luftfeuchtigkeit zu hoch, das Ding geht an. Also wenn die Uhr sagt hier, Luftfeuchtigkeit ist bei 65%, geht der Entfeuchter an, bis es auf 40% runter ist, dann kann der Entfeuchter wieder ausgehen. Zum Beispiel. Leider habe ich noch nicht Heizungssensoren von Switchbot gefunden. Also auf der Webseite ist noch nichts drauf. Nachdem sie aber hier Thermometer und sowas haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass in der nächsten Zeit irgendwann vielleicht auch also Thermostate, Heizungssensoren kommen für An- und Ausschalten der Heizung. Ah, hier ist der Switchbot.
So. Den zeige ich euch mal. Das ist der Switchbot. Und danach hat die Firma, das war das erste, und danach hat die Firma auch den Namen bekommen. So. Und da ist der, damit drückt er den Schalter. Und wir haben auch so Klebeteile mit bei, die wir reinkleben können. Und das kommt dann an den Lichtschalter. Ihr klebt die ganze Bot halt hier. Und dann kann man, dann geht er runter und geht drückt. Und mit dem lebt man dann an den Lichtschalter ran. Und dann kann man, dann zieht er das hoch, wenn man sagt aus. Und dann dadurch zieht, wenn man reindrückt, ist der Lichtschalter an. Und wenn man sagt aus, zieht er den Lichtschalter raus. Und dann ist der Lichtschalter, wird da rausgezogen, anstatt oben rauf zu drücken, unten rausziehen. Und dann geht der Licht hoch aus. Muss man gucken, wie es hält und mit der Klebefläche und weil ich habe so dünne Schalter, ich muss mal gucken, ob das überhaupt bei mir alles passt. So. Dann habe ich zwei smarte Kameras für zu Hause, um einige zu überwachen. Das ist ganz wichtig. So, dann haben wir noch einen Bewegungssensor. Also zum Beispiel im Flur einfach, wenn man durchläuft, dass sich dann was, dass man dann auslöst und ja, dann. Und dann haben wir noch den Mini Switchboard Hub Mini. Den haben sie auch noch in größer. Der ist dann so in Form wie eine Wolke und der leuchtet dann. Den könnt ihr euch zum Beispiel, eine Frau sagt auch schönes Flurlicht oder so, holt ihr euch die größere Variante, klatscht den in den Flur, habt dann Smart Hub schon mal da im Flur und könnt ihr Geräte nach und nach nachrüsten, der Hub und mit dem Hub verbinden, zum Beispiel. Oder inspiriert ihr holt mit dem Hub und dann könnt ihr, könntet natürlich auch über Handy steuern, ist klar, oder dann halt über die Fernbedienung. Der Hub hat auch Infrarot, soweit ich weiß. Komfort All-in-One Infrarot Remote Control for Smart Home. Also da sollen wir wohl auch Infrarotgeräte, also IR-Geräte steuern können mit. Also WLAN und ja, da macht dann Schalter zum Beispiel. Und wir können dann halt auch Fernseher und sowas alles steuern. Wir machen gleich mal so ein Was könnte passieren? So, da, ach, das kommt gleich. Ja. Ist hier noch was drin? Nee. Und dann darum ging es hauptsächlich. Das macht euch die Gardinen auf und zu. Beziehungsweise auch Übergardinen. Ist jetzt für eine Gardinenstange, für eine Runde, dann müsst ihr beim Bestellen aufpassen. Es gibt drei verschiedene Modelle. Einmal für eine Stange, einmal auch, wo man die Gardinen reinhaken kann und die mit denen, wo dann halt so eine Schiene drin ist. Also müsst ihr aufpassen beim Bestellen. Also geht eigentlich für alle Varianten, könnt ihr das smart machen. Und dann könnt ihr dann praktisch, wenn ihr dann so Gardinenstück nutzt, dann geht das da automatisch auf. Also dann weiß der, ach, der will, dass ich aufgehe. Oder ah, der will, dass ich zugehe und dann geht es zu. Oder, da wir ja den Hub haben oder halt Handy oder so, können wir halt sagen, A-Punkt, Gardinen auf, Gardinen zu oder halt über die Remote einen so ein Teil steuern oder halt über das Handy oder was weiß ich. Ich weiß nicht, Akkus sind hier glaube ich nicht mit bei. Ich habe selber noch Akkus. Aber dafür ist ja dieses hier. Wenn man dann halt immer wieder auf und zu macht, irgendwann sind die Batterien leer. Weil der Motor läuft ja und da haben wir hier von Switchbot haben sie eine super Alternative geschaffen. Das ist, ja, sieht man das eigentlich? Das ist ein Solarpanel. Und das könnt ihr, wie ihr da seht, an den Gardinenroboter ranbauen. Und dann ist der praktisch dran, wird geladen. Ja, und wir haben keine Probleme damit, damit die Akkus denn leer gehen. Oder so schnell leer gehen. Finde ich saugeil. Machen wir mal eine kleine, was könnte passieren? Ja, was wäre?
Zum Beispiel, ein Einbrecher kommt. Ihr seid nicht zu Hause. Oder ihr seid zu Hause. Egal. Ihr habt den Bewegungs-, also den Sensor, dass der merkt, oh, die Tür geht auf. Da ihr den Hub habt, ist der ja mit dem Hub verbunden und da könnt ihr dann Routinen einrichten. Ja, oder über die Alexa-App könnt ihr das wahrscheinlich auch machen. Aber sagen wir mal, wir gehen vom Hub aus. Ihr habt den Hub, wo ihr alle eure Switchbot-Geräte verbunden habt. Hat auch mit Alexa dann funktioniert. Gibt auch Alexa-Skill und gibt auch iOS und Android-App. Egal. So. Der Sensor funkt hierhin. Alter, hier passiert was. Ich gehe auf. Der sagt, okay, du gehst auf. Was haben wir denn für eine Regel aufgestellt? Was haben wir denn für eine Kombination gemacht, wenn hier was passiert? Was soll denn passieren? Als nächstes sagt er, Kamera, die ist nicht dauerhaft an. Die Kamera im Flur soll angehen. Dann sagt er gleichzeitig, so, Switchboard 1 und 2 sollen in verschiedenen Räumen Licht anmachen. Zum Beispiel im Wohnzimmer und in der Küche. Oder im Wohnzimmer Licht anmachen. Und in der Küche die Wasserkocher oder Vollautomaten oder Kaffeeautomaten. Irgendwas, was halt piept oder Geräusch macht, als wenn man zu Hause ist. So, das soll auch passieren, zur gleichen Zeit. Und vielleicht auch gleich noch die gleichen Zeit die Kamera im Wohnzimmer schon mal anmachen, dass wenn man das überwachen kann, dass wenn was ist. Und vielleicht auch gleichzeitig noch, dass die Gardinen aufgehen. Dass dann auf einmal heller wird oder dunkel oder zugehen oder dunkler wird oder was weiß ich. Am besten aufgehen natürlich, weil, ja. Und dann kommt da eine schöne Kette. Ihr könntet dadurch, dass ihr den Hub habt, soll wohl auch, wie ich hier gelesen habe, auch andere Alexa-Geräte, die ihr in eurem Home-Netzwerk habt, steuerbar sein. Also praktisch mit in diese Routine eingreifen können. Das heißt, wenn das alles passiert, soll die Madame auch gleichzeitig, was weiß ich hier, Radio anmachen oder Fernseher anmachen oder was weiß ich, dass es dann hier so aussieht, als wenn was ist, als wenn hier ist einer hier, hier wohnt jemand, du bist nicht alleine, lieber Einbrecher. Und dann kann es sein, dass der Einbrecher sagt, oh, cool, ich hau lieber ab. Manche stört es nicht, aber einige stört es und dann wird man schon mal vielleicht einmal weniger ausgeraubt. Ja, oder auch, was können wir noch machen? Wir haben eine Routine eingestellt. So. Wir haben eine Routine eingestellt. Also den Bot, also praktisch den Home-Server, also den Hub brauchen wir sowieso, weil da alle Geräte drin gesteuert sind. Und wir wollen ja Befehle nicht selber geben über die App oder über eine Fernbedienung. Wir wollen ja, dass die Geräte automatische Befehle machen, die wir selber uns einstellen. So, deswegen, das ist immer mit bei. Das brauchen wir, jetzt wichtig. So, sagen wir mal, die Tür nicht. Wir sagen einfach mal Bewegungssensor. Bewegungssensor machen wir. Der Bewegungssensor, den machen wir so, dass er mitkriegt, wenn wir aus dem Schlafzimmer rauskommen, ins Badezimmer gehen, zum Zähneputzen, waschen, Klo gehen, was weiß ich. Ich mache früh immer erstmal meine Sitzung, bevor ich irgendwas mache. Also ich muss erstmal pinkeln. So, dann sagt der, ey, hier passiert was. Ich habe eine Bewegung. Übermittelt da zum Hub. Und der Hub sagt, oh, da haben wir doch was. Wenn du eine Bewegung hast, ich glaube, das kann man auch uhrzeitmäßig einstellen, von früh um 6 bis um 8 oder so, dass man Zeit einengen kann. Nicht, dass man um 4 auf Klo geht und hier die Kaffeeautomat an oder so. Egal. Ja, und das ist seit jetzt 6 Uhr und zwischen 6 und 7 Uhr, wenn du hier merkst, da bewegt sich was, soll Switchbot Dingsbums angehen, Kaffeeautomat und den Kaffeeautomaten anmachen. So, dann läuft das schon mal durch. Ja. Dann soll der nächste Switchbot angehen und Licht anmachen im Wohnzimmer, dass ich erstmal oder in Küche, dass da Licht an ist, dass ich mir Kaffee trinken kann oder
Ich kann dann zum Beispiel, wenn ich dann meine LED-Bänder dran habe, die habe ich noch nicht unterm Schrank, kann ich dann sagen, wenn der den Kaffeeautomaten angemacht hat, weil das ja alle mit Alexa verbunden ist, kann ich auch gleich sagen, wenn hier eine Befehlskette ausgelöst ist, müssen wir testen, wie das funktioniert, soll auch gleichzeitig LED-Band 1 unterm Kaffeeautomaten, nicht hinter mir das lange, sondern nur das unterm Kaffeeautomat, angehen mit Warmweiß und Helligkeit 15%. Damit ich mir nicht die Augen verblitze, frühs gleich. Komm rein, kann dann erstmal einen Kaffee trinken, kann runterkommen und dann kann der Tag starten. Zum Beispiel. Also ihr könnt einige Sachen machen, die dann aufeinander basieren oder ausgelöst werden, also mit Bewegungssensoren und Haustür- oder Fenstersensoren oder was weiß ich. Ihr könnt auch eine Sirene damit zwischenschalten. Ich habe ja auch eine Alexa-Sirene, die könnte man auch machen, wie bei Divolo zum Beispiel, dass man sagt, ey, wenn da irgendwo ein Sensor angeht, soll eine Sirene angehen. Die habe ich auch, die werde ich auch, werd auch verbaut, aber ich sag nicht, wo die ist, aber die ist verbaut und da kommt man nicht so schnell ran. Die geht auch nicht so schnell aus. Die ist teilweise batteriebetrieben. Ich habe halt so einen schönen kleinen Hub. Also so einen kleinen USB-Stromteil. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und das ist da und da, wo das ist, da kommt man nicht so schnell ran. Da kommt man nicht so schnell ran. Das habe ich mit Absicht gemacht. Weil ich will auch nicht schnell rankommen, weil das hält eine ganze Weile. Über die App sagt er mir, wenn der Akku denn leer ist. Das reicht eine ganze Weile. Und da kann ich dann nur ein bisschen hin und her räumen, um da ranzukommen. Also wenn das dann laut ist, dann ist es laut und dann kriegen die das auch nicht aus. Die können nicht einfach hier sagen, hier, oh, da ist es, rufdonnern und dann ist aus. Nee, so einfach habe ich es nicht gemacht. Schon versteckt. So. Und der Sensor auch. Ich habe mehrere Sensoren verteilt und die fallen auch nicht auf. Die sehen und sieht man auch nicht gleich. So. Aber nichtsdestotrotz, das war jetzt erstmal so mit den Kombis, was man da machen kann. Ich bin da schon sehr gespannt und vor allen Dingen, was man machen kann und wie man das verbinden kann und ob das alles so funktioniert. Wie gesagt, das einzige Negative, wo ich dann gucken muss, wie ich das hinkriege, dass mit der Fernbedienung nur ein Gardinenteil, also eine Seite links oder rechts, auf oder zu machen kann. Man kann nicht beide Seiten auf und zu oder sagen, dass halt jetzt, wenn ich aufmache, dass die Übergardine und die Gardine aufgehen oder zugehen. Das geht dann halt leider nicht. Aber da finden wir bestimmt auch noch eine Möglichkeit, wie wir das einstellen können, denke ich mal, ganz stark. Da müssen wir mal ein bisschen rumexperimentieren, das wäre doch gelacht, das kriegen wir bestimmt hin. So. Jetzt müssen wir nur hier erstmal alles wieder verstauen. Damit das alles hier gut weggepackt ist. So. Nämlich in den nächsten Tagen erst Videos. So. Bin da schon sehr gespannt und vor allen Dingen ich freue mich auf so rumexperimentieren und machen und tun und was man auch alles smart machen kann. Umso smarter das Home, umso besser. Ich finde das, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht beschreiben. Ich finde es halt toll, damit rum zu experimentieren und zu gucken, was geht und welche Routinen man miteinander verknüpfen kann und was nicht geht und wie man es dann doch irgendwie umgehen kann und ja. Und vor allen Dingen bei der Gardine ist es nicht so, dass ihr A-Punkt sagt, Gardine auf, Gardine zu. Klar, das geht auch, aber selbst wenn ihr es so leicht macht, wie ist er, A, auf und dann macht der Motor schon automatisch, hilft euch beim Aufmachen oder. Ach, ihr zu, hilft euch beim Zumachen. Also, ihr müsstet jetzt nicht immer A-Punkt sagen oder eine Fernbedienung drücken oder Handy nehmen und irgendwas drücken. Ihr könnt trotzdem noch auf und zu machen. Das ist kein Problem. So, aber nichtsdestotrotz soll es jetzt soweit dazu jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde euch so schnell wie möglich antworten. Also, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal in den nächsten Tagen dann die Videos dazu. Und die sollen dann alle am Stück kommen. Also praktisch jeden Tag dann zu einem Produkt ein Video, ein Vorstellungsvideo und ganz am Ende dann halt so ein paar Videos, wie ich die kombiniert habe oder so.
Da werde ich wahrscheinlich aber auch nicht nur das Video machen, um euch das Produkt zu zeigen, sondern auch gleich einbinden und wo es denn ist und hast nicht gesehen. Da müssen wir mal gucken. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.